Hallo zusammen, wir bauen Kühlboxen, Kühlgeräte für 12 Volt, auch Solarkühlschränke und wir bauen die seit 40 Jahren. Damals hat ein Quadratmeter Solarzellen noch 5000 Schweizer Franken gekostet und heute kriegt man das Teil für 200, sage ich mal so, in der Richtung. Wir sind aber weg von den Solarzellen, von den Batterien, haben uns nur noch auf Kühlgeräte konzentriert. Aber immer, wenn ja ein Kühlgerät nicht funktioniert, ist das meistens ein Stromproblem, die Batterie ist leer und die Solarzellen sind zu schwach. Oder irgendwo was dazwischen. Wir haben lange, bis vor 2 Jahren, sehr viele Bleibatterien verkauft. Wir waren Direktimporteur von Banner in der Schweiz. Banner Batterien. Vor 2 Jahren haben wir Liontron Batterien aufgenommen. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und Liontron produziert ja die Batterien nicht selber, wie sie immer sagen, sondern die kaufen die zu in China. Wir haben die vom gleichen Ort. Wir haben aber nur 3 Größen. Das Thema ist ja auch, was muss so eine Anlage alles können? Und es gibt ja auch verschiedene Anlagen, ob eine PV-Anlage, eine Inselanlage, eine Balkon- oder Plug-in-Anlage oder auch Guerilla, das ist ein anderes Thema. Und wir haben jetzt hier den kleinen Katalog zusammengestellt, den verlinke ich euch unten drin. Über Stromversorgung, eben zum Beispiel für so eine Kühlbox im Gartenhaus oder für den Camper. Wenn wir den Katalog durchgehen, habe ich auf der ersten Seite unsere Batterie mit all den technischen Datenblättern. Wir importieren die direkt aus China in die Schweiz ohne Zoll. Weil die Schweiz hat ein Zollfreihandelsabkommen und durch das zahlen wir keinen Zoll auf die Batterien. Wir haben, muss ich ein bisschen auf die Seite fahren, eine Batteriebox. Da habe ich schon ein paar Videos gemacht. Das ist an sich nichts anderes wie eine Kiste. Früher gab es die Batteriekisten oder Batteriebox. Das ist keine Powerstation. Sondern diese Batterie hier, hol die wieder. Die ist hier eingebaut. Man kann natürlich auch eine 95 Ampere AGM oder Shell Batterie hier einbauen. Oder auch nur eine 50 Ampere Bleibatterie, die ich irgendwo beim Supermarkt kaufe. In der Schweiz gibt es Landi, da gibt es sogar 5 Jahre Garantie auf die Batterien. Und hier habe ich Schalter, ich habe Stecker hier, ich habe USB-Anschlüsse, ich habe einen Wechselrichter drin. Also für diejenigen, die das nicht selber aufbauen möchten oder das Wissen fehlt, so eine Box ohne Batterie, da liegen wir dann bei 400 Schweizer Franken und ihr habt ein komplett steckerfertiges Teil. Braucht eben die Batterie rein oder ihr kriegt die mit Batterie und ihr könnt dann hier wirklich alles anhängen, steckerfertig, einfach. Ihr braucht nicht große Installationen. Doch das habe ich hier hinten in diesem Katalog zum Beispiel einen Dachzeltcamper. So ein kleines Elektroschema. Da ist dann zum Beispiel noch ein Ladegerät dabei. Aber um diese Schemas mache ich separate Videos. Die kommen in den nächsten paar Tagen. Auch wenn jemand das anschaut, der nur eine Grundahnung hat, um das einzelne Schema zu erklären. Weiter, die Erfahrung kommt, das Thema ist immer wieder Wechselrichter. Wechselrichter gibt es eine Flut auf dem Markt, das nämlich mal schön ist. Die meisten Wechselrichter, die wir liefern, ist hier drin ein 1500 Watt Wechselrichter. Damit kann ich eine Kaffeemaschine betreiben, ein Nespresso
oder sonst eine Kapselmaschine. Das ist ein Argument. Ich habe nicht ganz den Strom, was ich brauche, wie die Hause aus der Steckdose, aber ich kann damit dann schon sehr viel betreiben. Oder wir haben die Wechselrichter auch separat. Drei Größen habe ich hier aufgeführt. Unten der Katalog ist verlinkt. Die importieren wir direkt ab Deutschland. Die Preise sind nicht ideal, aber wir schauen, dass wir auch hier vernünftige Preise kriegen. Und das Thema ist dann immer Solarregler. Seit einem Jahr bin ich diesen Regler am Testen. Wir haben mal 10 Stück bekommen. Die sind jetzt überall ein bisschen verbaut. Wir testen die, was da kommt. Das ist ein MPPT-Regler. Ein Stück, Maximum 300 Watt Leistung. Und wir fahren damit ganz einfach direkt schwarzes Kabel auf den Minuspol und das rote Kabel auf den Pluspol. Und wir haben hier eine Sicherung dazwischen. So kommt der Regler an. Wir haben die jetzt so konfektioniert in China. Kommt direkt aus China, ist wasserfest. Ich kann den also unter Wasser betreiben. Und hier kommt das Kabel drauf, auch wieder schwarz-rot. Also relativ einfach zu montieren aufs Solarpanel. Wichtig ist, dieser Regler muss ja bei der Batterie sein. Also ich sehe ja sehr viele Wohnmobile, die selber ausgebaut wurden, auch vom Professionellen. Da haben sie dann den Regler irgendwo oben an der Tür, dass man top sieht, was an diesem Regler kommt, was geht, was nicht geht. Dieser Regler kann gar nichts. Doch, er kann regeln, aber er hat keine Anzeige, gar nichts, sondern nicht mal leuchtende LED, der regelt nur. Und wir fahren hier direkt auf die Batterie. Der muss die Batteriespannung messen von der Batterie. Aus diesem Grund muss der Regler in der Nähe von der Batterie installiert sein. Wir haben eine zweite Version von dem Regler mit dem Stecker, den ich dann hier auf diesem Eingang direkt einstecken kann. So habe ich keinen Installationsaufwand. Das geht dann nur für diese Box mit diesem Stecker. MPPT-Regler oder PWM-Regler. Da gibt es ganze Abhandlungen, was besser ist. Klar ist der MPPT-Regler besser. Er holt viel mehr aus der Solarzelle raus. Er taktet die optimal. Aber er kostet mehr Geld. Hier liegen wir jetzt für den MPPT-Regler mit Maximum 300 Watt. Bei 80 Schweizer Franken, inklusive Sicherung, inklusive Anschluss, inklusive Ösen, also direkt alles mit vorbereitet. Schon die Sicherung könnt ihr vielleicht mit 5 Franken rechnen. Also komplett vorbereitet, keine Hexerei. Und vor allem, ihr seht auf der Batterie natürlich übers App, wie viel Strom kommt da rein. Die haben wir direkt bestellt aus China, ohne Zwischenhandel, ohne irgendwas. Aus diesem Grund können wir vermutlich einen relativ günstigen Preis anbieten. Wir haben auch unterwegs, sie sind noch auf dem Schiff, sind dann Solarpanels. Wir haben 2 Panelgrößen, die sind auch in diesem Katalog. Ein 130 Watt Panel und ein 100 Watt Panel. Das hängt davon ab, was ihr installieren möchtet, von der Größe her oder vom Platzbedarf. Ich habe hier die Panels mit den MC4 Steckern. Ich habe ein Kabel dazu. Ein komplettes Set habe ich nicht. Das kurz zusammenstellen. Ich habe nur Vorschläge, weil jedes Solarpanel ist oder jede Anlage ist sehr individuell. Der eine will lieber ein größeres Panel, der andere ein kleineres, der andere hat eine große Kühlbox und so weiter. Mit diesen Komponenten, Regler, Wechselrichter oder Batteriebox mit Wechselrichter und dem Solarpanel habe ich jetzt ein komplettes Sortiment für ein kleines Schrebberhaus, Alphütte, ein Gartenhaus oder auch ein Wohnmobil oder ein Boot.
Klar kann man sagen, ja, ich hätte lieber so einen Faltkoffer oder ein flexibles Panel zum Aufkleben. Wir haben solche Panels bei uns im Lagershop. Das ist auch alles da. Aber da wir jetzt die Panels, die Batterien, die Regler, die Batterieboxen direkt aus China importieren, ohne irgendwelche Händlerkonditionen, können wir das zu relativ günstigen Preisen anbieten. Schaut euch den Katalog an, studiert den, vielleicht seht ihr irgendwo einen Tipp drin, was euch nützt. Ich verlinke euch hier das Video, warum ich keine Lithium-Ion-Batterien mehr habe. Wir sind jetzt mittlerweile auch gesperrt bei Liontron. Und ein Video über diesen Regler. Und hier unten ein Video über so ein Set, was ich hier drin aufführe. Geht noch eine Zeit, bis ich es dann aufschalte. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.